Heute ist Tag der Probefahrt. Wir müssen nach Larnaca fahren. Und es passt, weil wir unseren kaputten Mini wieder abholen können. Also der ist repariert. Das war der Anlasser tatsächlich. Und wir haben noch das Auto von Giuseppe und Eva da. Fahren jetzt nach Larnaca, holen unser Auto ab und verbinden das mit einer Probefahrt. Mit einem... Werdet ihr sehen. Kommt einfach mit. Jedes Mal, was habe ich für eine schöne Frau. Und, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich, dass wir jetzt 18 Stunden nach Larnaca fahren. Nicht ganz. So, wir sind ja meine Haare aus. Wir haben es geschafft, wir sind da. Ein bisschen tricky, erzählen wir gleich. Jetzt wollen wir mal erstmal die Leute nicht warten lassen. Jetzt wollten wir gerade was in die Kamera sprechen und jetzt ist der Gärtner da. Jetzt trimmt der Gärtner die Kante. Und die Tür klein. Also, was wir euch sagen wollten, ist, wir müssen jetzt nochmal gucken, wie wir das mit dem Prozess machen mit dem Auto. Wir haben uns noch nicht zu 100% entschieden, wobei emotional eigentlich schon, aber wir müssen einfach mal gucken. Es ist nicht, also das Auto ist toll, ich würde es gerne haben wollen, aber es ist dann... Bringt uns von A nach B. Es sind Emotionen. Es geht jetzt um die Abwicklung, ja, also Bezahlung, solche Geschichten und... Wir plaudern mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, denn ich sage euch mal ganz kurz, wie es normalerweise in Deutschland wäre. Du kaufst ein Auto und dann gehst du zum Händler oder zu einer Privatperson, machst eine Probefahrt, sagst, alles klar, nehme ich, ich überweise dir das Geld von einem Konto auf das nächste. Da man aber im Ausland ist und hier manchmal einige Menschen kein Konto haben oder mit der Auslandsüberweisung nicht immer alles klappt... Oder auch die Zyprioten, die wollen alles in Bar haben. Seit der Finanzkrise kein Konto haben wollen, weil sie den Banken nicht mehr trauen. Also ja. Das ist so, nicht, dass wir jetzt in Bar zahlen müssen, aber wir müssen gerade ein bisschen gucken, wie wir das regeln, wie wir das machen. Und vielleicht, also ich würde es auch wirklich gerne haben, aber vielleicht wird es das auch nicht, weil es am Ende an der Bezahlmethode irgendwie scheitert. Mal gucken, es bleibt spannend. Aber das Wunschauto habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen, in die Richtung soll es gehen. Während ich hier jetzt gerade gesessen habe und dieses YouTube-Video geschnitten habe und wir in voller Euphorie und vor uns bestimmt haben, diesen Range Rover zu kaufen, hat sich seitdem so einiges geändert. Der letzte Stand war, dass wir die Zahlungsmodalitäten erklären müssen und der Verkäufer, der wollte das Geld gerne bar haben. Und es handelt sich um eine ziemlich große Summe, zumindest für unsere Verhältnisse. Und daraufhin haben wir gesagt, das geht nicht, wir müssen es per Banküberweisung machen, weil man bei solchen Summen ja dann auch schnell vielleicht in Geldwäscheverdacht gerät oder sonstiges. Und deshalb haben wir gesagt, nur überweisen. Er wollte nur bar oder einen Scheck haben. Und dann haben wir unseren Autohändler, bei dem wir den Mini gekauft haben, gefragt, ob er als Mittelsmann fungieren kann. Also ob wir ihm quasi, er kauft das Auto von der Privatperson hier, zahlt den, wie auch immer die das untereinander machen. Und der Autohändler verkauft uns das Auto plus einen kleinen Aufschlag, eine Handling-Fee. Und wir können ganz normal gegen eine Rechnung, gegen Einschreibung des Autos eine Überweisung machen, so wie wir es beim Mini damals auch gemacht haben. Und hat er auch gesagt, das macht er. Und dann kam er, der Privatmann, zu dem Händler, hat es auch geprüft, Papiere waren alles in Ordnung, waren seinen Namen eingetragen, aber er hat darauf bestanden, dass das Geld bar bekommen hat. Und da hat selbst unser Autohändler gesagt, das ist ungewöhnlich bei so einer großen Summe. Und gleichzeitig hat er gesagt, ich prüfe das nochmal mit meiner Bank. Hat dann der Autohändler seine Bank angerufen und hat dann der Banker gesagt, naja, ab 30.000 Euro geht's los, dass die Banken dann anfangen zu gucken und wo kommt das Geld her, wo geht es hin und das ist die Frage, ob man dann überhaupt in solchen Transaktionen beteiligt sein möchte. Eigentlich wollen wir nur ein Auto haben, ja, und nicht da irgendwie sowas lostreten. Und das hat mir so ein, oder auch Katrin, uns beiden so ein negatives Bauchgefühl mitgegeben, dass wir gesagt haben, irgendwas scheint da nicht sauber zu sein. Und dann haben wir abgesagt. Wir haben also den Händler angerufen, den Verkäufer des Autos angerufen und haben gesagt, sorry, but sell it somewhere else. Sagt er, ja, kein Problem, ich habe genug Käufer, hier waren schon Leute mit Bargeld und so. Ja, okay, dann verkauf, weg damit, ja, alles gut, gibt mehrere Autos. Und dann hat er eine halbe Stunde später wieder angerufen und sagt dann so, ich hätte da noch eine Lösung mit einem Banktransfer. Ihr könntet 5.000 Euro im Bar zahlen, Deposit,
und den Rest überweist ihr an meinen Sohn. Und dann habe ich so gedacht, das wird ja immer komischer. Ich bin morgen früh bei der Bank, dann rufe ich dich an und dann kläre ich das. So, und dann habe ich gesagt, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, habe den Autohändler auch noch mal angerufen und sagte, ey, das wird immer schlimmer hier, lass das einfach. Und dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich final einfach abgesagt und haben gesagt, tu mir einen Gefallen, mein Freund, verkaufe dieses Auto an irgendjemanden, aber an niemanden anderen. Und also aber nicht an uns. Und ja, jetzt ist zwar schade, weil das Auto war wirklich top. Ja, der Mann hat ein Faible für Autos gehabt, der hat also einen, in seiner Privatsammlung einen Maserati Levante, der davor noch stand, eine Corvette Stingray und einen Audi R8 und eben den Range Rover Velar. Und jemand, der so intensiv sich mit Autos beschäftigt, der pflegt seine Autos auch entsprechend, das hat man da gesehen. Also der war, die Felgen waren nagelneu, die Reifen waren nagelneu, von innen war alles wie geleckt. Also es war wirklich ein richtig schönes, top gepflegtes Auto, was ich sehr, sehr gerne gehabt hätte. Aber manchmal ist das eben nicht so und jetzt warten wir. Und der Autohändler, der uns den Mini damals verkauft hat, der hat noch ein zweites Geschäft in England und hat da jetzt seine Augen offen und guckt jetzt für uns. Denn es ist hier nicht so auf Zypern wie in Deutschland, dass man bei Mobile reinguckt und dann filtert man mal eben Range Rover Velar, Baujahr so und so viel, Motorisierung, helle Ausstattung, Anhängerkupplung, ja, nein, Navigationssystem und so weiter und so fort. Und dann kriegt man 60 Ergebnisse und fährt dann vielleicht ein bisschen durch die Region und kauft das. Sondern es ist eher so, dass man sagt, ich möchte ein Auto kaufen, 4000 Angebote. Ich möchte einen Range Rover kaufen, 300 Angebote. Ich möchte einen Range Rover Velar kaufen, 8. Dann sind zwei davon doppelt, drei gibt es nicht mehr und dann bleibt man bei drei hängen. Der eine ist neu, kostet dann knapp an die 100, so viel wollen wir nicht ausgeben. Und dann reduziert sich das auf ganz, 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 ganz wenige. Und deshalb muss man hier einfach ein bisschen geduldiger sein, wenn man ein spezielles Auto sucht. Und das sind wir jetzt, wir haben keinen Druck, noch haben wir den Mini, der passt ja auch noch gerade so. Aber das jetzt mal so, während ich das Video geschnitten habe und diese Euphorie nochmal gespürt habe, dass wir gerne dieses Auto gehabt hätten und die auch schon gesagt haben, yes, wir kaufen das und schon in dem Prozess drin waren, kam dann jetzt doch nochmal so ein bisschen die Enttäuschung rein. That's life. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Schön, dass ihr dabei wart. Danke.